Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Im letzten Part haben wir gegen Darth Maul gekämpft und ich denke mal, dass gleich schon der erste Teil hier zumindest vorbei ist. Wir setzen jetzt nur noch die Geschichte vor mit Jar Jar Binks. Ich glaube, das sind eher so Nebenstory-mäßig. Captain, diese gehen so schnell, wie wir sie können. Wir sie bemerken, einige Boomer fehlen. Vielleicht vom Wagen gefallen. Könnt ihr sie helfen finden? Chacha, diese müssen ihnen helfen, Wagen beladen. Schau dich so um nach Boomers. Okay, ja, oder? Ist eine Nebenstory. Ich glaube, Nebenstory ist ja cooler gewesen. Für ein andermal. So. Da hinten auch? Also ja gut, da hinten. Da am Wasser. Die muss ich jetzt noch da bringen, denke ich mal. Michel muss diesen Famba aus dem... Michel muss diesen Famba aus dem Weg schaffen. Michel muss diesen Famba aus dem Weg schaffen, damit wir se Boomers bekommen. Michel ihm geben leckeres Fura, wenn Michel welches hätte. Irgendwo. Hoho, wir sie haben alle gefunden. Richtig gut. Jetzt wir sind bereit für... Fertig. Zeit für wohlverdiente Pause. Tata, diese müssen los. Auf in den Kampf. Okay. Ja, wir starten. Ja, wir starten das Level mal. Auch wenn storymäßig jetzt eigentlich dieser Teil abgeschlossen ist, so wir haben gegen Darth Maul gekämpft und dann, ja, war es das auch. Ey, gut, das kommt jetzt noch. Stimmt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber es zieht sich ja über eine Zeit lang auch. Gar nicht mal. Also, wie soll ich sagen? Da kommt echt nur noch die Beerdigung und das. Das ganz sicher und ungefährlich. Nicht. Katapulte, Chacha. Vorbereiten für Puma. Hey, Junge, wo sollen das hin? Ah, zeigt mir das doch direkt an, wo es ist.
Jetzt nur noch da hinten. Und das geht jetzt. Nach da hinten. Im Original war das gar nicht so der Fall. Das ist der dritte. Also irgendwie mache ich Steuerung von Trevor Wings ja absolut nicht, muss ich sagen. In diesem Scheißkrieg. Naja, das ist schon komisch, oder? Das ging aber eigentlich. Ja. Okay, jetzt greifen wir an mit den Droiden. Und dem Lego-Humor, der immer sehr gut eigentlich ist. Ja, ohne Laserschwert kann man nicht Jar Binks einfach zum Tollpatschiri ausbilden. Das wäre für alle eine gute Idee. Ja, das ist eigentlich ja gleich vorbei. Was ausdenken. Füße gib auf.
Da sind sie! Ja, ja, mindestens, was ich schon mal gut finde, ist, dass die... Okay, Minikill, okay, noch keine. Was ich schon mal gut finde, ist hier... Okay, nur nichts. Was ich schon mal gut finde, ist, dass man da quasi so etwas wie eine... Warte. Muss ich da also wirklich teilnehmen? Ja, okay, ich muss da wahrscheinlich wirklich noch teilnehmen. Ja, stimmt, aber der ist ja auch am Ende geflogen in dem Teil. Aber ich hasse das irgendwie, diese Portrennen. Also ich mochte das eine, im zweiten Part war das. Das mochte ich auch absolut nicht. Kommt eigentlich gleich noch um die Beerdigung von Qui-Gon, wenn ich das geschafft habe. Ja. Ja, es gibt Probleme. Halt dich fest. Diese Walcher-Droiden schießen unsere Leute reihenweise ab. Wir müssen etwas gegen sie tun. Hast du gehört, Erzko? Sie brauchen Hilfe. Oh. Wenn die Gungans am Boden eine Chance haben sollen, müssen wir die Signaltürme zerstören. Los, R2, schießt mir die Funktürme ab. Diese Geschütze sind zu gefährlich. Wir müssen sie ausschalten. Diese Geschütze machen wir platt, was, R2? So. Was für ein Schuss! Da sind so viele Schiffe! Wir müssen mehr abschießen! Dieses Ding richtet eine Menge Schaden an! Kann ich hier den zerstören? Macht irgendwie Spaß! Da müssen noch die... oder auch nicht. Sind auch nicht die letzten. Dann geht's aber jetzt. Wir können das Ding nicht von außen stoppen. Wir müssen rein und echten Schaden anrichten. Ach du Scheiße. Da geht's rein. Holy shit, ist das kompliziert gewesen. Aber ich glaube, so ein Portrennen, doch, so eins gab es, glaube ich, auch im PS2-Teil. An alle Jäger, die es in die Kampfstation schaffen, schießt auf alle Energiekerne, die ihr findet. Wiederhole, schießt auf die Energiekerne. Okay, R2, wo sind diese Energiekerne? Ups, das ist gar nicht gut.
Oh nein, ich hab dafür einfach eine Trophäe bekommen, nur fürs Abschießen. Wow, sind das viele Droiden. Du hast recht, wir sollten auf die Energiekerne schießen. Nice. Wie schädlich Anakin einfach so durchfliegt. Huiuiui. Qui-Gon stirbt und er macht das. Ja. Gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Was wird jetzt mit mir passieren? Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Yippie! Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Sith. Immer zu zweit, sie sind ein Meister und ein Schüler. Ja, die geht tatsächlich ehrlich gesagt was schneller als aber dann auch der zweite Teil, dass er am Ende auch dieser Krieg mit Mace Windu und so, und der geht allgemein was länger, einfach weil man den Krieg sehr strecken kann. Dann kommt dann noch, da geht es ja den ganzen Teil um Django. Django fährt, dann flieht ja auch Django, und dann kommt da auch ganz kurz auch da Jabba, sieht man nur kurz. Nee, Jabba sieht man nicht, den hat man Teil 1 gesehen. Hier den Count Dooku sieht man auch. Und mit dem ist auch ein Gespräch. Also Teil 2 wird definitiv länger sein. Und ja, war eigentlich schon zu erwarten, dass dieser Teil gar nicht mal so lange geht. Ja. Ah. Da fehlt noch etwas. Aber das ist ja nicht so schlimm. So. 42% haben wir da drin. Aber erstmal geht es auch da weiter, Angriff der Klonkrieger. Das Obi war noch schon was älter. Weiß ich gar nicht, weiß. Qui-Gon Jinn hat auf jeden Fall gesagt, dass er die Prüfung bestanden hat. Ja, und danach geht es ja hier weiter mit. Ich habe den High Ground, Anakin. Den Teil könnte ich ja jetzt schon spielen, auf den habe ich sehr Bock. Ich sag mal so, auf die ich jetzt richtig Lust habe, ist auf jeden Fall er hier. Dann auf jeden Fall auch der. Und definitiv er. Der Teil mit das Imperium schlägt zurück, gefiel mir jetzt, glaube ich, so, der war so der schlechteste. Der Teil wird auf jeden Fall cool. Der Teil wird scheiße. Der auch. Der Teil auch. Also, wie gesagt, ich freue mich einfach auf die letzten nicht. Es geht mir bei dieser Trilogie eher um hier 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Aber dann würde ich sagen, machen wir im Angriff der Klonkrieger im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.